Hey Leute, heute zocken wir eine Map, wo wir im Gefängnis sind. Das sind die Erbauer. Click here to start the map. Hey Leute, jetzt sind wir in einem Gefängnis. Und die kommen ja hier nur raus. Ja, das ist die Frage. Aber wie sind wir hierher gekommen? Ah, also ich wollte auf einem harmlosen PvP-Server spielen. Und dann bin ich aber irgendwie als Mörder verhaftet worden. Hä? Warum denn das? Keine Ahnung. Und ich glaube, jetzt ist unser Job hier auszubrechen. Und los geht's. So. So auf jeden Fall nicht. Das geht nicht. Das ist interessant. Also. Aha, wir sind im Survival-Modus. Das heißt. Ich kann hier alles abbauen. Ah. Interessant. Ich kann hier drin schlafen. Ah, das bringt mich auf eine Idee. Wenn ich das jetzt hier hin. Ah, das geht sogar. Und jetzt. Mal hoffen, dass wir draußen sind. Yes! Oh. Also aufpassen. Schalte ich die Kameras aus. Zack. Ist da was drin? Nee. Ist da was drin? Da brauchen wir noch irgendeinen Zahlencode, den ich noch nicht weiß. Kamera ausschalten. Ich soll ein Komplettinist sein, also jemand, der alles komplett macht. Okay, ja, der bemerkt mich nicht. Schalte ich noch hinten die Kamera aus. Und das ist interessant. Hallo. Oh, ich bin dumm. Sorry. Natürlich bin ich Ausbrecher, ich sollte mich nicht vor der Polizei zeigen, also muss ich da mal ganz vorsichtig hinsneaken und nicht irgendwie so offensichtlich hingehen. Ich habe eine Idee. Ah, es funktioniert! Er hat mich noch nicht gesehen. Passcode. Bad Key. Oh, das kann man bestimmt gut gebrauchen, alles. Konfisziertes Item, Taser, funktioniert nicht. Und was haben wir? Cell Key, geht auch nicht. Bad Passcode, muss man vermutlich hier eingeben, wo denn auch sonst? 4719, 4719 und wir können durch. Trip. Interessant. Und ich bin wieder dumm. Leute, Leute, das geht heute echt zu weit. Wie war denn nochmal die Nummer? 4719. 4719. Und wir können durch. Und jetzt pass ich mir auf. Da ist eins. Da können wir lang. Da können wir auch lang. Da kann ich nicht lang. Also muss ich hier rüber springen. Vorsichtig. Dann hier zurück, dann hier unten runter durch und... Hä? Wie komme ich da lang? Hm? Lol. Wusste gar nicht. Das lust ja gar nicht aus. Geil. Und schon sind wir draußen. Und wie komme ich jetzt hier raus? Also, das ist abgeschlossen. Aber ich glaube, da müssen wir ein Bug-Using machen. Und ich habe auch schon eine Idee. Zack. Sieht gut aus. Zack. Zack. Und zack. Jetzt können wir zur Tür fahren mit diesem Minecart und dann steige ich da einfach aus und das müsste dann funktionieren. Komm schneller, ich habe keine Zeit hier. Ich bin auch am Ausbrechen. Das funktioniert nicht. Warum? Vielleicht muss ich. Wow! Nein, da will ich nicht lang. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Und es... Nein, 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 nein! Och, komm schon! Ich helfe mir noch durch ein zweites Minecart. Vielleicht funktioniert dieses Minecart besser. Und... Ich drück... Oh, vorwärts, aber das Ding fährt rückwärts. Das ist echt eine Verarsche.
Vielleicht muss ich mich ja rückwärts positionieren. Nee. Vorwärts. Oder vielleicht muss ich ja das eine in das andere Minecart reinquetschen. Gibt's doch nicht. Oh. Und das gibt's auch nicht. Ich schalte einmal die Aufnahme aus und dann bin ich sofort draußen natürlich. Und alle denken, ich hätte gecheatet, aber nein, habe ich nicht. Nein, da müssen wir nicht lang. Da bräuchten wir mein Car dazu, was wir nicht haben. Also gehe ich mal hier lang in Cars. Da kaufen wir uns ein Lamborghini. Nein. Viel zu schlecht für die Umwelt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, da runter zu gehen. Machen wir es besser nicht. Dann, was gibt's denn hier? Jetzt wissen wir allerdings die anderen Sachen nicht. Hä? Was? Willst du mich verarschen? Alles klar. Und ich wurde schon wieder geflaxt. Also das war ja ungefähr so wie das hier. Nur, dass ich keine Chance hatte, dem zu entrinnen, wenn ich einmal drin bin. Mann, ist das hier dunkel. Und da geht's nach oben. Da sind noch mehr Minecarts. Und das Rätsel scheint echt schwerer zu sein. Mal gucken. Das könnte funktionieren. Das ist einfach nur ein ganz billiges Jump and Run, was ich hart verkacke. Tut mir leid. Ja, hier so hoch und komm. Komm, wo seid ihr denn hier, Minecarts? Klickstallation. Und ich mache schon wieder einen Doppelsprung. Ah. Oh. Gibt's doch nicht. Also, jetzt hier hoch. Zack, zack. Das Minecart klicken. Wo kommt ihr denn mal wieder? Komm, bitte, bitte, bitte. Ah, perfekt. Dann hier oben. Danke. Und zack, einen großen Sprung, einen kleinen Sprung, einen noch kleineren Sprung. Und jetzt muss ich hier nochmal klicken. Jetzt bitte, komm. Oh, ich muss Sneak loslassen. Dann funktioniert das. Und, Leute, das ist ein Map-Bug. Was haben die denn hier schon wieder... Oh, jetzt bin ich wieder dran. Glück gehabt. Vielleicht muss man ja jetzt in die andere Richtung fahren. Nein, muss man nicht. Hä, wo muss denn jetzt hin? Das ist... Hä? Ah, wie mies ist das denn? Das habe ich ja voll übersehen. Und ich muss hier hoch und da hoch und dann sind hier Spinnen. Also, glaubst du's? Spinnen kann nun wirklich keiner gebrauchen. Und hoch. Oh, das sieht interessant aus. Das sieht so Illuminati-mäßig aus. Die Illuminati sind nämlich die Erleuchter, wenn man es mal auf Deutsch übersetzt. Und deswegen ist das von den Illuminati. Ja. Dann Wasserdingens. Und ich kann jetzt ein Boot craften. Keep out, Boslo. Hm. Also soll man da draußen bleiben? Ich denke, das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Ich glaube, wir sollten reingehen. Auf einen Sack, keep out. Sollen wir das wirklich machen?
Ja, natürlich. Was frage ich denn überhaupt? Hallo, Wolf. Der King ist nicht da. Ein Emergency Call. Der ist auf Urlaub. Und er macht gerade Relaxation. Er chillt gerade und ich werde getötet. Das kam jetzt aber schnell. Das ist nämlich jetzt schon zu Ende, weißt? Wisst ihr, was passiert ist? Hier ist mein Bett. Ich habe alles nur geträumt. Ich wurde gar nicht in die Lavafalle geschmissen. Und ich war auch gar nicht gefangen. Das ist aber ein interessanter Raum, ja? Dann schauen wir nochmal, was es so alles andere gibt. Aber es ist ein nettes Haus. Und was ein fettes Sofa. Also so eins will ich auch mal zu Hause haben. Also das ist echt ein Sofa. Was haben wir denn hier? Computer. Boah, was hat der denn für ein Bildschirm? Der ist zwar schön groß, einmal ein Meter, aber dick wie sonst was. Der ging ist ja ein Röhrenbildschirm flach. Gehen wir mal runter. Boah, also so ein geräumiges Haus, den hatte ich in Minecraft noch nie. Dann hier eine Badewanne. Cool. Das ist ja auch Bad. Also die Toilette. Die man auch spülen kann. Licht kann man ein- und ausschalten. Was haben wir denn hier noch? Boah, das Haus ist so riesig. Mikrowelle. Storage Rooms. Boah, das ist dunkel draußen. Schauen wir mal, was es noch gibt. Da oben waren wir, glaube ich, schon. Da, ich glaube, das ist der Eingang. Also so ein großes Haus, das ist ja unglaublich. Yo! Wow. Und damit verabschiede ich mich von euch und sage...